Jetzt ist es dann doch passiert. Deutschland hat die Tabellenführung übernommen. 6:0 gegen Armenien. Und wir schauen mal in diesem Video, was ist unsere Idee für das Spiel gegen Island. Bis gleich. Prost, Radek. Oddspedia. The Sports Betting Community. Richtig krass einstudiert, dieses Trinken. Respekt dafür und Respekt aber auch an Timo Werner, den Flick und die Nationalmannschaft. Die haben jetzt 6:0 gegen Armenien gewonnen und damit die Tabellenführung den Armeniern abgenommen. Rumänien auf der 3 und Island auf 5. Gegen die geht es jetzt. Was sagst du zum Spiel, Radek? Ja, erstmal Hut ab, Hendrik, der diese 6:0 genau vorhergesagt hat in den Kommentaren. Da zeigt sich halt, wer Ahnung hat. Ich war ja skeptisch, unbegründeterweise. Und ja, das ist doch ein tolles Ergebnis, so wie man sich das von der deutschen Nationalmannschaft wünscht. Und jetzt sind sie natürlich gegen Island auch wieder haushoher Favorit. Da ist zumindest bei der Siegquote mit 1,2 um den Dreh nicht viel zu holen. Aber was mich interessiert, ist zum Beispiel, können die Deutschen auf Island eine ähnlich furiose Leistung zeigen? Und da bin ich wieder mal natürlich skeptisch, weil nach dem ersten Spiel gegen Liechtenstein war ich zu kritisch. Dann jetzt will ich sie jetzt auch nicht in den Himmel loben. Und ja, Island ist halt, man weiß es nicht. Aber das Einzige, was hier wirklich in Frage käme, wetttechnischerweise, wäre einfach ein Sieg nach der ersten Halbzeit für die Deutschen. Wenn sie das hinkriegen, ein frühes Tor zu schießen, dann sollte auch Island knackbar sein. Da gibt es halt so eine 1,6er-Quote. Das schauen wir uns schwierig. Das schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. Deutschland hat ja das letzte Spiel gegen Island 3:0 gewonnen. Das 2:2 gegen Mazedonien ist so ein kleines Aha-Erlebnis für die Isländer. Die lagen ja 2:0 hinten. Dementsprechend, ich habe mich aufs Deutschlandspiel konzentriert und dann nicht mehr großartig bei den anderen Gruppenspielen. Und Island hat halt noch nach dem 0:2-Rückstand ein 2:2 Unentschieden rausgeholt. Ja, trotzdem sind sie in der Tabelle, wir haben es ja gerade gesehen, hinter Armenien, hinter Rumänien und auch hinter Mazedonien. Und die Quotenverteilung von auf 1,25 auf Deutschland schon ein bisschen wenig, finde ich fast. Also schon ein bisschen frech, wenn du siehst, gegen Liechtenstein, okay, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, 1,01er-Quote oder so, aber gegen Armenien 1,06. Und jetzt klar auswärts, aber trotzdem 1,25 ist ein bisschen verrückt. Erste Halbzeit hast du gerade schon gesagt, 1,6 ist spannend. Auf der anderen Seite, wenn die Isländer tief stehen, da haben wir auch schon bei Deutschland gegen Liechtenstein und auch gegen Ungarn und was weiß ich, gegen welche Teams gesehen, dass wir uns da relativ schwer tun. Zweite Halbzeit, da denken wahrscheinlich die Buchmacher, die Kondition könnte ausschlaggebend sein. Spannende Geschichte. Vielleicht mal ganz kurz zu den Asian Handicaps oder was gibt's bei dir Neues? Ja, ich wollte allgemein so zur EM-Qualifikation was sagen. Es war ja extrem auffällig, wie viele knappe Spiele, wie viele Fast-Überraschungen es gab. Ich meine, und mit Überraschung meine ich auch, wenn jetzt ein kleines Land nur mit einem Torunterschied verliert und so. Und da gab es ja wirklich extrem viele, wenn man da Asian Handicaps immer auf die Außenseite gegangen wäre. Ja, dann hätte die Kasse geklingelt und Österreich, oh Mann, ey, die haben es natürlich gegen Israel nicht auf die Kette gekriegt und 5:2 verloren. Das war natürlich schon ja ein ganz schönes Ding, dem wurde ordentlich eingeschenkt und das war natürlich bitter, gerade weil das eigentlich so meine Lieblingswette war beim letzten Spieltag. Aber ja, da geht's. Haben sie wieder nicht auf die Kette gekriegt zu gewinnen und viele andere auch nicht. Und deswegen weiß nicht, ob das jetzt am dritten Spieltag so weitergeht oder ob die Mannschaften oder die guten Nationalmannschaften jetzt langsam so ein bisschen sich eingespielt oder eingegroovt haben und jetzt im dritten Spiel die Leute weghauen. Aber grundsätzlich sehen wir sehr viele strauchelnde Favoriten. Ja, also Österreich ist ein Paradebeispiel, das ist echt schade. Sie haben ja echt eine Top-Truppe, aber man muss halt dann auch erstmal die 90 Minuten bestehen. Und vielleicht sind sie da
mit dem Kopf weiter oben als in der Realität und dann ein, zwei schnelle Tore von Israel und dann ist es vielleicht auch gegen so ein Land wie Österreich, dann reicht es dann doch für einen Sieg. Deutschland in den letzten Jahren eigentlich oftmals so, dass sie gegen die Logik spielen, oder? Sie haben gerade bei der Qualifikation natürlich gegen Nordmazedonien verloren, dann haben sie sich gegen Rumänien schwer getan, haben sich gegen Liechtenstein schwer getan. Dann denkt man jeder, naja, jetzt tun sie sich hundertprozentig nochmal schwer und auf einmal fegen sie Armenien weg und dementsprechend muss man halt sich überlegen, was ist wahrscheinlicher bei diesem Spiel. Ich persönlich bin ja eher der Island-Fan seit damals und da muss man aber, glaube ich, auch aufpassen. Wer ist denn gerade erst da? Seit damals, deshalb jetzt Finn Bogason. Ah, ja. Und dann hier mein Bremer Kollegen. Zeug. Bitte? Richtig gutes Zeug. Ja, richtig gutes Zeug. Und mein Ex-Bremer, fuck, sein. Fuck, den kenne ich jetzt wieder vom Ex-Bremer. Naja, dann, du hast doch auch. Von The Gentleman, ganz genau. Der sitzt da im Kofferraum. Auf jeden Fall wollte ich hier noch ganz kurz, und tut mir leid, ich verklick mich hier ein bisschen, die Asian Handicaps anschauen. Deutschland, 2 Tore Vorsprung, 1,68. Das ist auf jeden Fall keine komplett verkehrte Wette. -2 ein Verdoppler. Aber Island auswärts bei diesen unkonstanten Deutschen ist vielleicht auch ein bisschen zu gefährlich. Wenn du hier die 11 anschaust von Island, da muss ich aber auch eingestehen, da kennt man jetzt nicht so viele Menschen. Bei Deutschland, Werner hat überzeugt, Reus hat ein Tor geschossen, Gnabry natürlich mit 2 Toren, Hoffmann Tor geschossen und mal schauen, wer jetzt überhaupt dann auflaufen wird. Ja, vielleicht konsequenterweise hättest du sagen müssen, bei Island kennt man jetzt nicht so viele Leute, bei Deutschland kennt man immerhin den einen oder anderen, aber jetzt ist es halt so, also nach wie vor, ich finde die, wenn man wettet, dann kann man darauf setzen, dass Deutschland die erste Halbzeit gewinnt. Da kriegst du wenigstens noch 60% Gewinn. Für einen Deutschland-Sieg kriegst du 20% Gewinn. Ja, also ist alles nicht so spektakulär, was die Quoten angeht. Schauen wir vielleicht noch ganz kurz über den Tellerrand hinaus. Es spielen Frankreich gegen Finnland. Die Franzosen bisher mit einer sehr schwachen Neubeginn seit der Europameisterschaft. 1-1 gegen die Ukraine, 1-1 gegen Bosnien-Herzegowina. Da ist dann die Frage, ob die Finnen, die immerhin 1-0 gegen Kasachstan gewonnen haben und auch ein 1-1 gegen die Ukraine gespielt haben, so halbwegs, wobei das gegen die Ukraine schon länger her ist, hier mithalten können. Die Quotenverteilung 19 auf Finnland hat natürlich ja, in der Theorie Value, in der Praxis wahrscheinlich eher nicht. Gibt es bei dir irgendein Spiel, wo du sagst, da können wir vielleicht mal hinschauen, Niederlande gegen die Türkei ist vielleicht eine Paarung? Ja, klar, wenn du jetzt, wir hatten ja während der Fußball-Europameisterschaft heiße Diskussionen in den Kommentaren mit Türkei-Fans, die ja dann immer gesagt haben, aber wir haben ja die Holländer 4-2 besiegt und jetzt kann die Türkei beweisen, dass das keine Eintagsfliege war und alle Türkei-Fans setzen auf Asian Handicap Türkei, weil die Quote auf Holland mit 1,2 extrem niedrig ist. Viel zu niedrig, wenn man auch die holländischen Ergebnisse ansieht, wie das Abschneiden bei der Europameisterschaft war und deswegen, ja, die Türkei, go for it, aber ich würde es nicht tun, weil ich ja auch schon während der Europameisterschaft ein Kritiker der Türkei war und auch den Fußball der Türkei nicht so gut finde. Ach, das war jetzt ein politischer Witz, aber egal. Ja, Österreich gegen Schottland. Hier sind die Ösis mit 1,87 gar nicht mehr so krasser Favorit. Obwohl es ein Heimspiel ist, da hat natürlich wahrscheinlich die Niederlage gegen Israel auch sein Übriges getan. Ja, aber das ist auch, das ist, finde ich, extrem schlecht, diese Quote auf Österreich wiederum, weil wir haben es gesehen, kriegen hier jetzt 5 Tore gegen Israel und die Schotten haben sich ja, die haben ja ein Kämpferherz und dass die sich jetzt von Österreich hier einen Bären aufbinden lassen, das ist ja auch nicht gesagt. Asian Handicap auf die Schotten, wäre natürlich eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite, ja, ist es ganz schwer, weil du kannst normal, also nicht gegen Österreich setzen, weil die eigentlich ein bärenstarkes Team haben, selbst nach so einer 2-5 Niederlage. Und was jetzt für Deutschland gilt, was auch für Frankreich gilt, die haben halt
nach einem schwachen Spiel oder auch nach zwei schwachen Spielen hauen die halt dann mal auch einen raus. Und das kann Österreich gegen Schottland zu Hause vielleicht auch machen. Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin echt froh, wenn jetzt dann nach dem Spiel auch diese Länderspielpause vorbei ist. Die Bundesliga hat richtig geil angefangen, die ersten drei Spiele sind top. Wir freuen uns, glaube ich, alle Fußballfans, ich kenne zumindest keinen, der sagt, boah, cool, Nationalmannschaft, das muss ich mir gerade reinziehen. Wir freuen uns alle auf die Bundesliga und zu guter Letzt, bevor jetzt der dritte Streich hier vom Flick passiert, was ist dein Ergebnis? Heute fange ich mal an. Ich glaube tatsächlich, dass Island kein Tor schießen wird und ich glaube, dass Deutschland die erste Halbzeit 1-0 gewinnt und insgesamt 3-0. Was sagst du? Interessant, durchaus wäre auch diese Wette auf beide Treffen mit 2,1. Das war das Zweite, was ich noch interessant gefunden hätte, weil ja die deutsche Abwehr auch nicht allzu sattelfest war. Ah, jetzt unter Flick noch ohne Gegentor, muss man sagen. Die Liechtensteiner haben es nicht geschafft, die so gefürchtet sind europaweit, haben kein Tor geschossen gegen Deutschland. Und auch die Armenier mit dem hochgelobten Mkhitaryan nicht. Also, ja, wird schwer für Island. Andererseits, diese 2,1er-Quote finde ich schon auch reizvoll. Ich würde auch ein 3-1 für Deutschland tippen. Dann schauen wir auch noch, was hier es gibt. Ja, 11er-Quote, damit hast du im Ergebnistipp die bessere Quote abgestaubt. Ich glaube, du hast auch gerade insgesamt die besseren Aussichten. Bin schon ein bisschen neidisch auf hinten Sonne. Hier, wenn ich bei uns rausschaue, ist es schwarz. Die zwei wahrscheinlich... Ja, schon etwas älteren Menschen im Hintergrund, no front, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber dann wünsche ich... Ich habe meinen Großeltern noch gesagt, ich soll nicht spielen, wenn ich dann eine Sendung aufzeichne. So sieht's aus. Hey, euch da draußen, danke für die vielen Länderspielklicks und wie gesagt, wir freuen uns am allermeisten auf die Bundesliga, die kommt dann wieder am Wochenende mit dem Video am Donnerstag hier auf diesem Kanal. Ciao, Servus und was heißt auf Portugiesisch? Ich weiß es gar nicht. Bem-vindo. Ganz genau. Oddspedia, the Sports Betting Community.